Willkommen zurück zu Shovel Knight. Und ich habe beim letzten Mal eine Essensmarke gekriegt. Und ich glaube, genau, zwei Notenblätter. Hier, bitteschön. Nimm mal. Ist mir egal, was du hast. Wenn ihr euch wieder wünschen wollt, liebe Zuschauer, dann könnt ihr das gerne tun. Hast du Essensmarken? Nein, er hat gerade keine Essensmarken. Schade. Ich dachte, eventuell kann ich die jetzt noch billig kaufen, bevor ich mein Leben steigere. Aber gut, schauen wir erstmal, was der Koppler genossen gekocht hat. Ein, was ist das? Schweinebraten, wie das aussieht. Hast du jetzt eine? Hatte mal mehr, aber die sind zu essen geworden, bevor ich gekommen bin. Na gut. Ich habe schon einen Kommentar gekriegt, dass ich mehr Magie machen soll. Und ja, dann mache ich das doch mal. Einmal das hier, vielen Dank. Und da hätte ich gerne nochmal Magie für 2000. Und da hätte ich gerne nochmal Magie für 2800. Jetzt kann ich es mir aber allerdings nicht mehr leisten. Dafür kann ich jetzt schon zaubern. Yay! So, warst du nicht der Typ mit dem Abfisch? Ein Hoch auf den Abfischkönig. Naja, du hast noch nie vom Abfischkönig gehört? Halb Fisch, halb Apfel. Aber nicht Abwischkönig. Er ist einer der Waldgötter, die denen in Not helfen. Ich sage die Wahrheit. Wenn du je die heilige Grotte besuchst, halte deinen Kelch hoch und der Abfischkönig erscheint. Zufällig bin ich damit getraut, Abfischkelche an Gläubige zu verkaufen. Möchtest du einen? So ein Zufall aber auch, dass du damit Geld verdienst mit so einem Unsinn. Ein Gefäß für das mystische Sekret, aber woher nehmen? Schau doch mal, ob der Typ die Wahrheit erzählt. Ich schätze mal, ich muss damit einfach zu dem Teilchen gehen, wo der Angler war. Nee, nicht Angler. Der Typ mit dem Sack. Hey, der Mann mit dem Sack, genau. Das hier habe ich schon ausgegraben. Ups. Ach ja. Hab ich mit dem schon geredet? Nein, nicht der schwindelige Junge. Der da. Der angegraute Seher. Shovel Knight. Viele Prüfungen erwarten dich. Nur Mut. Möge dich in die Niederlage entschlossener machen. Ich glaub mir, den habe ich schon gesprochen. Abfischteich. So. Oh, der Mann ist weg. Guck mal. Ich hab mir den Kelch aus. Wow! Warum kann ich jetzt nicht den Kelch hochheben? Abfischkönig. Wer hat mich geweckt? Sterblicher. Brauchst du Hilfe? Ja, hilf mir. Ein Abfischkelch. Ich kann ihn mit Zaubersekret füllen. Ist nicht eklig. Wähle dein Sekret mit Bedacht. Sekret der Erneuerung füllt Gesundheit und Magie voll auf. Sekret des Mutes macht 10 Sekunden lang unbesiegbar. Sekret des Reichtums absorbiert 60 Sekunden lang Schätze in der Nähe. Ich glaube, ich nehme das. Ja. Untertanen, ein neuer Eingeweihter kommt zu uns. Möge die Zeremonie beginnen. Was? Was? Ich kann auch gerade nichts tun. Gehabt dich wohl, geschaufelter Ritter. Kehre zurück, so du erneut meiner Hilfe bedarfst. Dauert es dann jedes Mal so lang? Also egal, was die Entwickler geraucht haben, ich möchte nichts davon. Nur um es klarzustellen. So, Wald des Ausblendens. Oh, wer ist das denn? Hilfe, Dornen! Wenn ich mich nur ausblenden könnte, dann könnte ich rüber und mir Schätze holen. Ausblenden? Hatte ich doch was, ne? Das Ausblender-Million entrinne allen Gefahren, aber nur kurz. Aha! Dafür ist das da. Interessant. Na, dann hol ich mir nochmal die Schätze.
Ach nö, nicht schon wieder so einer. Warte mal. Nein! Nicht runterfallen. Was ist denn da, bitte? Kann ich hier rüber? Nein, kann ich nicht. Aber ich glaube, ich kann das in der Luft anwenden, genau. Und damit ein bisschen, wow! Zum Beispiel sowas hier zu tun. Ups. Nein! Oh, Glück gehabt. Weg mit euch. Ausblenden. So ein Sinn. Nein! Was? Nein! Ich hab mich ausgeblendet. Wie gemein. Ah. Ich mach das Ganze halt nochmal. Mir doch egal. Ich kann das. Wann habe ich die ja jetzt schon, ne? Die Teile da. Und hier übe ich gleich mal. Ja, sehr gut. Was? Ach so, egal. Und tschüss. Ach, ey. So. Hoch mit mir. Da wollte ich hin. Genau. Sowas habe ich ja schon vermutet. So einen großen Edelstein. Das hier alles? Ich blende nicht mehr aus. Was? Was? Das hat doch länger gehalten. Hält das immer nur so kurz? Da habe ich aber böse getäuscht gerade. Da habe ich mich gerade aber sehr böse getäuscht. In der Lebensdauer. Tschüss, kleiner Knubbel. Naja, gut, dann mach das Ganze halt nochmal. Was? Ja, das hält echt nur ganz kurz. Vielleicht ein, zwei Sekunden. Und dann kriege ich mein Geld wieder hier. Ich kann mich ja hier oben wieder ausblenden. Aber den da, da blende ich mich nicht aus. Dann kriege ich nämlich kein Geld. So ist es nämlich aus. Wow, was haben wir denn hier? Was? Och, nö. Oh Mann, stell ich mich gerade an. Hey. Tschüss. So. So. So langsam krieg ich's doch hin. Hui, das war knapp. Na komm, den kann man doch bestimmt besiegen, oder? Ist doch egal, dann gehe ich halt einfach durch mit zweimal ausblenden. Wird schon schief gehen. Habe ich jetzt irgendwas, um da runter zu schießen? Nein. Aber da drüben gibt es das da. Ja, das habe ich gesehen. Eine Truhe mit ganz viel Geld. Oh, ein Notenblatt. Nochmal 500 Gold. Reicht es dann für noch einen Mana-Punkt mehr? Also genauer gesagt für 10 Mana-Punkte. Das würde ich jetzt gerne machen. Und ich glaube, ich kann auch von hier aus... Ach so, nein. Ich kann von hier aus nicht zum... Nicht zur Übersichtskarte, aber der ist ja gleich hier. Was? Ja, doch. Ja, hier. Nimm. Weißt du, es gibt da Studien. Es ist deutlich leichter, Karten mit Musik im Hintergrund zu lesen. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, welches Lied das war. ist doch egal. Kam hier, mehr Relikte, ja natürlich, mehr Mana. 3400, geht gerade nicht. Schade, schade, schade. Hast du eine Essensmarke? Nö, immer noch nicht. Wie viele Lebenspunkte habe ich denn? Ich zähle mal. 4, 8, wie das aussieht. 60 Mana. Ja, ist schon okay. Mal machen. Rüber. So, gehe ich zu Plague Knight? Oder gehe ich zu Treasure Knight? Oder, weil die Folge eh schon halb rum ist, mache ich diesmal nochmal diese Kleinigkeit. Vielleicht lasse Steinbruch.
Abenteurer, seufz. Da kann ich mich nicht durchboxen. Ich wünschte, ich könnte einfach durch die Erde sausen. Ja. Ach so. Ich verstehe. Aber gut, vielleicht finde ich hier immerhin ein bisschen Geld. Dann könnte ich meinen Mana nochmal steigern. Wie viel war's? Nee, das lohnt sich nicht. Schade, schade, schade. Das erste kriege ich noch, aber weiter komme ich dann leider doch nicht mehr. Oder kann ich mich, wenn ich ausgeblendet bin, nee, da kann ich nicht wieder weiterspringen. Ach so. Ja, egal. Da habe ich halt nicht gehabt. Ich meine, eh nur 4 Gold. Ja, ne? Dann würde ich mal sagen... Treasure Knight, Plague Knight, danach kann ich zu dem fliegenden Schiff über der Stadt erscheinen. Ja, los geht's! Mit Ausblenden oder mit Feuerball? Ich glaube, ich packe mal das Ausblenden. Ah! Dann bin ich genau auf solche Dinge vorbereitet. Ach, das Feuer kommt da raus, wo ich drüber laufe. Okay, das heißt, wenn ich schnell bin... Wow! Wenn ich schnell bin, dann kriege ich da nichts ab. Musst du wissen. Die explodieren, die Ratten. Okay. Wow! Wie die explodieren. So, wenn sie runterfallen? Was? Wow, was ist das denn? Also, die Schwierigkeitsgrad, der Schwierigkeitsgrad liegt gerade ein bisschen zu. Sag ich mal so spontan. Wo kommt die Ratte jetzt schon wieder her da links? Mann ja nur. Ratte. Ich dachte, das Große füllt mein Mana komplett auf. Tut es nicht. Okay. Ja, mach's doch kaputt. Ich glaube, das zielt auf mich, oder? Das Viech. Ja, tut es. Das Ratte. So. Kann ich den besiegen? Oh, komm schon. Was war das denn? Warum zur Seite? Warum nicht... Ah... Blöd. Die Gegner sind ja auch wieder da. Egal, die geben diesmal kein Geld. Also kann ich da einfach durchrushen. So viel dazu. Ah, ich muss die einfach nur zum Springen bringen, dann explodieren die. Gut zu wissen. Weg mit dir. Du bist ja doof, du da oben. Ich mag dich nicht. So, irgendwann habe ich mein Geld wieder. Nein! 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 Das Geld! Nein! Nicht explodieren! Eine Karotte? Ach, die halt nicht. Ah, verdammt. Okay, das reicht also zeitlich nicht, hochzuspringen und dann zu warten, bis das Feuer wieder abhaut. Kann ich da hoch? Nein! Nein! Ach, die fallen ja runter. Ach, verdammt. Verdammt. Kommt davon, wenn ich mich so umschauen will. Ja, ja, ich weiß. Tschüss, Käfer. Nein! Ah, blöde Ratte. Zwei mit einem Schlag? Nein, doch nicht. Das ist ja gemein, dass die eine Ratte die andere nicht mitnimmt. Der zielt tatsächlich nicht dahin, wo ich bin, sondern ein Stück nach rechts und ein Stück rechts von mir.
Tschüss. Ah, jetzt explodieren wir einfach ins Gesicht. Und interessant, dass die da wieder runterfallen. Ah, tue ich auch. Okay, aber ich krieg ein bisschen Schaden. Das könnte auch die Ratte gewesen sein, zugegeben. Egal, ich bin hier. Ist jetzt. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Das geht's doch nicht. Ich bin so kurz vorm Speicherpunkt. Gestorben. Tschüss, Ratte. Oh, da geht's hoch. Aber zuerst hätte ich gerne das. Ich schätze mal, wenn ich da runtergehe, komme ich nicht mehr hoch. Weg mit dir. Blöde Viecher, ey. So, weiter. Nein. Moment. Nein. Nein, auch hier geht's nicht weiter. Aber hier geht's hoch. Ui, eine Truhe. Nein! Ja, so ist das schön. Das Geld hätte ich gerne. Ach, Menü. Ich glaube, hier sollte ich mir den Feuerstab wieder ablegen. Voll rein, ey. Das Essen hier spare ich mir mal, für wenn ich wieder zurückkomme. Nein? Falltaste. Den da hätte ich gerne zum Ausblenden. Hier, wow. Ja, genau für sowas hatte ich mir das überlegt. Ne, jetzt komm schon. Oh, was ist das denn? Was? Ich hab doch gerade ausgeblendet. Meine Güte. Sei doch nicht so, Spiel. So, ich meine, das kriege ich langsam hin. Das Blöde beim Ausblenden ist ja, dass ich kurzzeitig stehen bleibe. In der Luft. Oh, ey, ein Notblatt und Geld, endlich. Und dementsprechend halt gerade bei diesen bewegbaren Plattformen ein kleines Problem habt, die richtig zu treffen. Ey! Oh, komm schon, die war schon da, als sie meinen Feuerball getroffen hat. Egal, ich bleib am Ausblenden. Defensive brauche ich im Zweifel schneller als Offensive. Ne? Sowas zum Beispiel. Sage ich doch. Ich glaube, hier muss ich aufpassen, ne? Damit ich die Teile hier noch kriegen kann. Was ich meinte jetzt, wenn ich da hier alles abgebaut hätte, vor allem da oben rechts, dann wäre ich da nicht mehr lang gekommen. Aber so klappt's ja. Yay! 5 Mana in diese kleinen Tränke. Okay. Wow, was ist das denn? Okay. Creepy. Weil der Hintergrund sieht so lustig aus. Ich schätze mal, wenn ich unterhalb dieser Platten da reingehe, sterbe ich. Oder krieg zumindest Schaden. Wow, sind das Stacheln? So aus, ne? So, weg hier. Ah, noch mehr von den Teilen. Ah, Zeit versetzt. Nein! Ich will den Edelstein. Andererseits fliegt ihn mir auf. Das Mana. Ja, nein. Doch, nein. Oh, was? Ich habe ausgeblendet. Als ich auf den Stacheln stand, habe ich mich ausgeblendet. Ah, weg! Weg! Ist das blöd? Weg mit dir. Ah, kriege ich irgendwo Heilung? Nee, ne? Romana. Ja, ich bin direkt wieder hier. Runter durchspringen. Ich probiere das jetzt nicht mit Unsinn. Das könnte funktionieren. Ja, sehr gut. Weg mit dir. Oh, das ist gemein. Hier kann ich stehen bleiben und hoch, ne?
ich denn anrufen? Okay. Yay! Geschafft! Ach verdammt, die hätte ich gebraucht, um da hochzukommen, oder? Ja, sieht so aus. Nein! Dann komme ich so darüber. Verdammt, nein. Ah, was soll's. Was ist hier los? Ach so. Okay, hier. Gut, dass ich zaubern kann. War eine gute Idee, Kebo. Danke. Wobei, eigentlich hat er ja gesagt, ich soll zaubern, weil die Bosskämpfe weniger Lebenspunkte härter werden. Nein, was tue ich denn hier? Ah, das wollte ich doch gar nicht. Moment, wie komme ich jetzt darüber? Wie komme ich da hoch? Ernsthaft, wie komme ich da rüber? An die Edelsteine, wie soll das denn gehen? Mit dem Kelch ja wohl nicht. Ah! What? Was ist das denn? Ach so. Ist der Boden da aufsprengbar, oder was? Nee, immerhin. Ah, ich hab dich. So, was? Das ist der nächste. Okay, das ist nicht nur einer. Oh. Vielen Dank, da hast du mir gerade meinen Gegner abgenommen. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Hä? Warum komme ich da jetzt nicht hoch? Oh, verdammt. Und ich habe den aus Versehen kaputt gemacht, den Checkpoint. Och, nö. Weißt du was? Beim nächsten Mal. Uah! Ach komm, ich habe jetzt eh Schaden. Die Folge ist gerade eh schon wieder zu lang. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder beim Checkpoint oder da, wo ich gerade gestorben bin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.